bleibt denn zum Teufel der Bus? Ich hab so eine Angst in der Nacht. Das ist so gruselig hier. Hä? Wer war das denn? Hier hat doch jemand gerade rumgefleht, dass er Angst hat. Ich hab das ganz genau gehört, Freunde. Dort hinten irgendwo, da sitzt auch ein kleines Mädchen. Oh mein Gott, das wäre unsere Chance, heute mal dieses Mädchen dort zu erschrecken. Was sagt ihr dazu? Komm, wir versuchen mal, das kleine Mädchen dort zu erschrecken. Dort hinten sitzt es. So, schön anschleichen. Es ist nicht mehr weit. Oh mein Gott, die wird gleich sowas von schreien wegrennen. Okay, Freunde, wir sind jetzt genau hier hinter. Was ist hier so laut? Wer redet hier? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Links und rechts vielleicht? Ich habe Angst. Hallo? Das kleine Mädchen hat Angst und wir werden sie mal erschrecken. Okay, 3, 2, 1 und Buh! Wer bist du denn? Buh, ich bin ein Geist. Buh. Warte mal. Hä? Du bist eine Orange mit einem Partyhut. Warum wolltest du mich denn erschrecken? Du hast es nicht geschafft. Hey, warte mal. Was? Die lacht sich schlapp, Freunde. Das kann nicht sein. Ich habe es nicht geschafft, dem kleinen Mädchen dort Angst einzuschrecken. Oh Mann, ich bin ein echter Versager, was das angeht. Aber das muss sich ändern. Aber erstmal, hey, Freunde. Na, schön, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du jetzt einmal hier bist, lass gerne meinen Daumen nach oben da. Würde mich super dolle freuen, Freunde. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und wie ihr seht, sind wir heute mal mitten in der Nacht hier in Brookhaven, was schon auf jeden Fall gruselig ist. Und ja, es hat nicht geklappt. Dort das kleine Mädchen an der Bushaltestelle zu erschrecken. Aber nun gut, wir werden uns dafür heute noch ein bisschen Zeit nehmen, denn wir wollen nämlich auch mal jemand richtig Gruseliges werden. Fahren wir mal hier vorbei. Ja. Die lacht ja sogar immer noch. Na toll, egal. Hier werden wir jetzt hier sein. Ihr denkt so, was will der in der Schule? Mitten in der Nacht. Aber mitten in der Nacht in der Schule gibt es ganz andere Sachen, denn wir sind heute einen Tag lang in der Monsterschule. Ich bin sowas von gespannt, welche Monster wir alles kennenlernen werden. Und die werden uns heute auf jeden Fall einige Sachen zeigen, um Leute gruselig oder Angst zu machen. Das wird auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Wenn du gerne möchtest, dass wir das gruseligste Monster auf der Welt werden, dann würde ich sagen, lassen wir jetzt 3000 Daumen hoch da. Also wenn wir wirklich nur 1000 Daumen schaffen, dann sind wir so ein Noob-Monster. Bei 2000 Daumen nach oben da sind wir ein mittleres Monster. Und bei 3000 Daumen hoch da sind wir ein richtig krasses Monster. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, welches Monster, also vor welchem Monster hättet ihr Angst. So, aber hier sind wir in der Brookhaven Monsterschule heute. Und ich habe heute meinen ersten Unterrichtstag. Es ist schon, Alter, ihr seht es, da sitzen wirklich Monster, die Monsterschule und selbst der Lehrer, guckt euch das mal an, wie gruselig die aussehen, oha, Alter, da werden wir jetzt auf jeden Fall gleich mal reingehen, ich bin sowas von gespannt, Freunde. Und wir können ja erstmal die Leute erschrecken und, boah, Achtung! Wer bist du denn, Kleiner? Ah, sind Sie der neue Schüler oder was? Der neue Schüler, den wir Angst einjagen sollen, Herr Lehrer? Nein, ehrlich gesagt möchte dieser Schule auch mal ein Monster werden, so wie ihr. Meinen Sie wirklich, der Typ wird mal ein Monster? Aber selbstverständlich werde ich ein Monster, denn ich bin auf jeden Fall jetzt schon der gruseligste der Welt. Buh. Wow, mach mir doch nicht so Angst. Da sieht man, wer Angst hat. Nicht wir, sondern du, Kleiner. Ja, das könnte allerdings sein. Ihr seht wirklich verdammt gruselig aus in der Monsterschule. Einmal haben wir hier Poppy Playtime. Oh Gott, der macht auch richtig komische Bewegungen. Dann haben wir hier noch so ein lilanes Monster. Das ist natürlich der Lehrer. Hier haben wir sogar die Monsterschule. Also hier steht es nochmal für alle erklärt. Dann haben wir hier so ein Zyklop. Oder was bist du? Sieht man etwa nicht, dass ich ein kleiner roter Dämon bin oder was? Ehrlich gesagt, doch, das sieht man. Und, Alter, hier haben wir auch nochmal so einen grünen Zombie oder so. Guckt euch mal diesen Kopf an. Hey, der hat einen Dino-Kopf auf. Der Kopf sieht echt cool aus. Aber ansonsten sind hier echt sowas von gruselig. Also, die Leute hier würde ich nicht gerne bei Nacht treffen wollen. Ich glaube, dann würde ich mir in die Hosen machen. Aber, ja gut, ich setze mich dann direkt mal hier hin. Als erstes, liebe Schüler, wie ihr nun wisst, vor allen Dingen der Neue leider nicht, brauchen wir was, liebe Mitschüler? Ein gruseliges Kostüm.
Ganz genau, Poppy Playtime. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, sich gruselig anzuziehen. Es gibt Geister, Dämonen, Zombies, was auch immer ihr vorstellen könnt. Ihr müsst es einfach nur perfekt zusammenfügen und dann könnt ihr schon richtig viel rausholen in eurem Gruselkostüm. Und am besten noch viel Blut dazu. Blut ist auch immer gruselig. Genau, jeder, der Blut sieht, wird automatisch schon mehr Angst bekommen, denn er weiß nicht, was in dieser Situation passiert ist oder passieren wird. Und natürlich gruselige Sachen, die man tun kann. Licht an- und ausschalten, an Klingeln klingeln, Äxte in der Hand haben. Alles solche Sachen, alles ist gruselig. Ja. Richtig, richtig, richtig. Bis jetzt habe ich noch nichts Falsches gehört. Wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall gruselige Kostüme, gruselige Waffen und auf jeden Fall schön Kunstblut oder sowas. Und Herr neuer Schüler, fällt dir vielleicht noch irgendwas Gruseliges ein? Ich muss kurz überlegen, Freunde. Was ist auf jeden Fall gruselig? Die haben alle recht. Kostüme sind gruselig. Blut, was keiner sehen möchte. Waffen, zum Beispiel eine Axt oder so. Aber man braucht auch eine gruselige Stimme. Also man muss natürlich ein bisschen tiefer und ein bisschen aggressiver reden. Denn dann ist man richtig gruselig. Zum Beispiel, wow, Freunde, jetzt komme ich der Vampir. Ja, gut, so hat das nicht geklappt. Aber so ungefähr. Richtig, liebe Mitschüler. Nun wisst ihr alle vier Dinge, um richtig gruselig zu wirken. Aber am Ende ist es jedem selbst überlassen, wie weit er seine Grenzen einrichten wird und wie weit er gehen wird. Als erstes, Vitamine, würde ich dich bitten, dir ein neues Kostüm auszusuchen. Oh yeah, das werde ich auf jeden Fall machen, Freunde. Wir werden uns jetzt auch erstmal umkleiden, denn ich bin so gespannt, als was wir gehen werden. Ich werde mich so gruselig, wie es geht, anziehen, Freunde. Dafür werden wir uns einfach nur hier in dem Spind umziehen gehen. Und ich bin mal gespannt, wie ich mich gleich anziehen werde. Und fertig! Puh! Warte mal. Hey, warum lacht ihr, Freunde? Komm, wir gehen jetzt mal rein und werden sehen, was die sagen. Hey, hier ist ein gruseliger Geist. Ist das wirklich dein Ernst? Du siehst wie ein Noobgeist aus. Ja, das ist total witzig. Damit wirst du niemanden Angst einflößen. Hey, warum nicht? Ich bin ein Geist. Hallo, Herr Lehrer, wie finden Sie denn mein Kostüm? Vitamine, ehrlich gesagt, sind alle gruseliger als du. Jeder hat ein gruseliges Kostüm an und du hast dir ein Bettlaken über deinen Kopf geschnallt. Ich glaube, das ist keine gute Idee, um gruselig zu wirken. Du brauchst wirklich was Gruseliges. Am besten ein gruseliges Gesicht, gruselige Ausrüstung oder sonstiges. Och, Mann, ey. Na gut, Freunde, ich versuche mich jetzt nochmal umzuziehen und... Hey, hört auf zu lachen, Mann. Das kann doch nicht sein, dass ihr sagt, dass ich ein Noobgeist bin. Okay, ihr habt sowas von recht. Ich bin ein Noobgeist. Aber, was könnt ihr mir empfehlen? Schreibt mir jetzt in die Kommentare, welches Kostüm ich mir anziehen könnte. Ich bin sowas von gespannt. Ich werde mich aber jetzt trotzdem nochmal umziehen, Freunde. Und mal gucken, was ich diesmal so finde. Und yeah! So, Freunde, seid ihr bereit? 3, 2, 1 und boom! Yeah! Was sagt ihr zu meinem neuen Kostüm? Schaut euch mal mich an. Ich habe hier einfach so eine Axt in meinen Kopf drin. Das sieht gruselig aus. Dann habe ich hier noch so eine roten, glühenden Augen, die extrem krass gruselig aussehen. Mein Outfit ist auch krass. Und guckt euch mal meinen Geisterrucksack an. Also dieses Kostüm ist auf jeden Fall schon echt besser. Ich denke mal, das ist so von Freddy. Ihr kennt ihn alles. Also der Killer. Oh mein Gott. Und hier ist jetzt auf jeden Fall... Zack, meine Klasse! Super, Vitamine. Das sieht auf jeden Fall jetzt schon etwas gruseliger aus. Jetzt müssen wir nur noch ein paar gruselige Tricks üben. Und dann werde ich euch die erste heutige Aufgabe geben. Oh ja, Freunde. Wir werden jetzt noch ein bisschen üben. Also so ein bisschen erschrecken und sowas. Und dann, Freunde, melde ich mich sofort bei euch wieder. Wenn wir wahrscheinlich jemanden echtes erschrecken gehen oder zusammen es versuchen werden. Das wird sowas von geil, Freunde. Ich bin sowas von gespannt, Alter. Was sagt ihr dazu? Let's go! Hey, wir sind jetzt endlich fertig mit dem Unterricht. Wollen wir vielleicht noch ein bisschen auf Gruseljagd gehen? Ja, ich hätte auch Lust, aber du weißt doch, unser Lehrer will, dass wir das nicht ausnutzen, sondern nur zu Halloween, der Langweiler. Ja, aber nur zu Halloween ist doch langweilig, oder? Was sagst du, neuer Mitschüler? Oh ja, das sage ich auch. Nur zu Halloween ist viel zu gruselig. Aber ich habe doch gar keine Ahnung. Wir müssen irgendwie jemanden suchen. Ich glaube, wir finden hier auf der Straße niemanden, der jetzt mitten in der Nacht noch rumrennt oder so.
Keine Sorge, Poppy hat immer eine zweite Lösung. Ihr kennt doch den vom Brunnen nebenan. Ja, der bei der Polizeistation in der Nähe. Das ist so ein Angsthase, der hat immer Angst. Stimmt, den haben wir doch letztens noch Angst eingeschränkt. Haha, das ist so ein Weichei. Der hat bei jeder kleinsten Fliege Angst. Das klingt doch mega geil. Dann lass uns auf wie nichts losgehen. Kommt, Alter, wir können hier diesen Bus nehmen. Wie geil wäre das jetzt, Freunde? Wir fahren alle mit dem Monsterbus los. Alle Monster einsteigen. Und jetzt werden wir jemanden erschrecken gehen, der sowas von schreckhaft ist und sich bei jeder Kleinigkeit erschreckt. Schreibt mal ihr in die Kommentare, erschreckt ihr euch schnell oder nicht? Würde mich auf jeden Fall sehr doll interessieren. Und wer bis hierhin geschaut hat, schreibt jetzt noch gerne Hashtag Vitaminami in die Kommentare. Und dann kann ich dich gerne mal das nächste Video einblenden und dir ein rotes Herz geben. Und guck mal, da oben, da steht er schon. Ganz genau, das ist Herbert, der hat immer Angst, ja. Okay, Herbert, der immer Angst hat. Aber wir müssen über den Hintereingang reingehen, sonst sieht er uns noch. Okay, das klingt gut, Freunde. Vitamine, wo bleibst du? Nom, 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 lecker Pizza. Hey, Vitamine, komm jetzt. Wow, ja, sorry. Ich hab noch gerade was gegessen. Wir sind angekommen. Im ersten Stock wohnt Herbert, der Angsthase. Oh ja, das wird wieder ein Schmaus, ihn schreien zu hören. Ja, ganz genau. Aber Vitamine, jetzt ist dein Tag gekommen. Du musst dich beweisen, was du in der Monsterschule alles gelernt hast. Warte mal, ihr wollt also, dass ich das alleine mache? Oh Mann, okay, das werde ich versuchen, aber ich kann euch nichts versprechen. Glaub mir, der hat sowas von Angst, das schaffst du. Okay, Freunde, ich werde jetzt zum ersten Mal jemanden alleine richtig Angst einjagen. Ich bin sowas von gespannt, Freunde. Und denk dran, was du alles gelernt hast. Ganz genau, schön langsam hier die Treppen hoch, Freunde. Das habe ich gelernt. Zack, 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 so. Und dort steht er schon. Oh mein Gott. Oh, dieser Film war wieder gruselig. Ich habe jetzt schon Angst, ich werde sowas nie wieder gucken. Oh Mann, Freunde, wir sind angekommen. Okay, wir machen unseren ersten Schrei. So, wir klingeln die ganze Zeit. Ja, wer ist das denn? Hallo, wer ist da? Ich komm ja schon, ist die Pizza angekommen? So, schnell verstecken, Freunde. Wir haben nämlich Dauersturm geklingelt. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Oh, hat sich jemand verklingelt. So, okay, er geht wieder nach unten. Und was hat man gelernt? Man macht's gleich nochmal. Klingelingeling, schnell wegrennen. Hä? Warten Sie mal, stehen Sie etwa unten, oder was? Ich komm ja schon. Warten Sie. Warte, er ist nach unten gerannt. Super, unsere Chance, schnell in die Wohnung zu rennen. Das heißt, unser Plan ist schon mal aufgegangen. Hä? Hier ist ja niemand. Na, schnell wieder nach Hause. Oh mein Gott, er kommt. Schnell, Freunde. Verstecken. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal in die Wohnung gekommen. Und jetzt hat er schon Angst gehabt, Freunde. Und jetzt kommt es zu meinem Meisterstreich. Ich habe hier, zack, die Axt, die wir auf jeden Fall mitgebracht haben. Und damit werden wir jetzt ihn ein bisschen Angst einflößen. So, wir können ja auf jeden Fall mal das Licht an- und ausmachen. Warte mal, ist der schon im Bett gegangen? Ja, einfach nur schlafen gehen und am besten hoffen, dass niemand was passiert. Warte mal, ey Freunde, ist der schlafen? Okay, wartet mal, Freunde, er liegt dort und schläft. Aber das ist unsere Chance, das Licht an und aus die ganze Zeit zu machen. So, und zack, Freunde. Hä? Was ist das? Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Was ist das? Und jetzt kommen wir zum finalen Start. So, wir machen das Licht an und... Hallöchen! Hier bin ich, Herbert! Ja, was willst du denn? Wer bist du? Ein Horrorkiller? Lass mich in Ruhe. Nein, Mama, wo bist du? Ja, warte mal ab. Ich werde dich schon kriegen. Wie viel Spaß macht das denn, Freunde? Ja, Mami, wo bist du? Er ruft nach seiner Mami und... Hey, da bist du ja. Nun bist du in der Sackgasse. Ich habe mir in die Hosen gemacht. Und das war auch mein Plan. Es hat funktioniert, Freunde. Er hat mega Angst. Oh ja, damit haben wir ihn Angst gemacht und gehen zurück zu unserem Monsterfreunde. Wie geil war das denn, Freunde? Das hat ultra viel Spaß gemacht.
Vitamine, das war super. Das hast du super gemacht. Ja, das sah gut aus. Dankeschön, meine kleinen Monsterfreunde. Jetzt seid ihr dran, Freunde. Schreibt in die Kommentare, ob ihr es gruselig fandet und ob ich es gut gemacht habe. Wenn ich was besser machen kann, schreibt es in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst jetzt nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin. Tschüss.